Hallo ihr Lieben, hier ist der Joe aus der Bastelohase. So, ich habe heute noch mal ein Laservideo für euch, wieder mit dem guten X-Tool M1. Dieses Video ist wieder eine Kooperation mit hobbyplotter.de. Die waren ja so mit mir in Kooperation zu gehen mit dem X-Tool M1 Hybrid Laser. Und es ist wirklich eine super tolle Maschine. Und was ich euch zu Anfang noch sagen wollte, bei Hobbyplotter, es lohnt sich ja sowieso immer bei Hobbyplotter reinzuschauen, die haben generell gute Preise und eben auch jede Menge Zubehör. Wie gesagt, den X-Tool M1 in 5 Watt und in 10 Watt plus Zubehör, sprich Absaugablage, den Air Assist und solche Sachen. Und wenn ihr gewerblich seid, könnt ihr auch die Erhöhung machen. Hobbyplotter macht das so, dass die Erhöhung, die es ja gibt, nur an gewerbliche Kunden verkauft, weil durch die Erhöhung das geschlossene System nicht mehr gibt. Also wird's nicht, ist kein Class 1 Laser mehr, sondern ein Class 4 Laser. Das heißt, es besteht eine gewisse Gefahr oder es können Laserstrahlen aus dem Gehäuse austreten, aus dem unteren, aus dem Honeycup. Und deswegen wird es dann nur an gewerbliche Kunden verkauft, das nur zur Information. Aber das reine Gerät an sich, also den normalen X-Tool M1 plus das Zubehör, sprich den Assist, den Rauchfilter und so, das kriegt ihr auch so. Ne? Und zusätzlich ist ja ein Plotter drin, also ein reine Schneiderplotter. Kann ich zeichnen und so, könnt ihr nur mit schneiden, geht aber auch. Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Schaut gerne mal in die Playlist Laser doch mal, da ist das Video dazu, wie ich mit dem X-Tool M1 eben den Plotter benutze. Was ich noch euch kurz zeigen wollte, ist, auch Hobbyplotter hat im Moment Black November, also Deals. Und zwar unter anderem haben sie den Brother DX-Serie, den SDX 950 SK, das ist quasi der kleine, der Einsteiger von der DX-Serie, für 349 Euro. Dann den Scanelka CM-Serie, CM750 für 279 Euro. Die DX-Serie, den 1350 für 499 statt 649. Auch der SDX 1550 und die SDX 2250 sind günstiger. Der 1550 für 599 statt 699 und der Brother, die große, der SDX 2250, der ganz große, der hat ja die Disney-Motive drauf, also die unterscheiden sich, ob sich der hat ein bisschen mehr Zubehör als der 1300er und der 2250D unterscheidet sich dann nochmal, dass er die Disney-Motive drauf hat. Den kriegt er jetzt für 775 statt 899, was ja auch definitiv schon eine Ansage ist. Und auch bei den Silhouette-Maschinen, ihr kriegt ja bei Hobbyplotter.de, die haben ja Silhouette-Plotter und Brother-Plotter, die CM-Serie und SDX-Serie im Sortiment. Und ihr kriegt eben von der Silhouette auch wirklich günstigere. Der ganz neue, der Cameo 5, der ist ja gerade ganz neu draußen, 349. Ich weiß nicht, was der sonst kostet, sehe ich gerade hier nicht, aber das ist auch schon ein guter Preis. Die Portrait 4, das ist ja die kleinere Schneiderin 4, für 229, was auch schon günstig ist. Und die ist auch noch relativ frisch auf dem Markt, soweit ich weiß. Und der Portrait 3, sogar noch mit 100 Weihnachtsdesigns dazu in der Bibliothek, für gerade mal 160 Euro. Also der ist dann sogar günstiger als die Cricket Joy, der hätte erst was weitere Schneider. Längst, was ich bei dem gesehen habe, ist, der soll Papier ohne Schneidematte schneiden können. Konnte ich noch nicht ausprobieren, weil ich habe das Gerät nicht hier, aber soll er können. Also auch wirklich, wie gesagt, hat eine etwas kleinere Schnittbreite, aber sonst auch schönes kleines Tischgerät. Und dann halt der Cameo 4 für 239, jeweils in den verschiedenen Farben. Und der Cameo 4 Plus, das ist der breite. Und der Pro, ich weiß nicht, die sind auch Prozente im Angebot für 349, der Plus. Und der Pro für 489 und die haben ja diese extreme, also die sind ja deutlich breiter in der Breite. Der hier kann 61 cm, also 24 Zoll in der Breite schneiden. Also ich meine, das ist schon eine Nummer. Und der Plus hat 38 cm, also was sind das, 38 cm, das sind so 32, müssen so 33 Zoll ungefähr rum sein. Ne, Quatsch. 15 Zoll ungefähr.
müsste das sein. Haben wir auch gerade da jetzt im Moment im Angebot. Genau, das sind die Maschinen überall, wo die Prozente zu sehen sind. Die Maschinen sind im Angebot. Und auch sonst hat Hobbyplotter ja also generell meistens gute Angebote. Es lohnt sich da immer wieder reinzugucken. Und sie haben eben auch sämtliches Zubehör. Ne? Sie haben, ich gehe mal kurz zu Laser, zeige ich euch nochmal. Ne? Auch da auf den ganz neuen S1 20 Watt Diodenlaser, den gibt es auch gerade im Angebot für 100 Euro weniger, 1599, der kleinste, 20 Watt. Und da gibt es die ganzen Bundles, auch der ist im Moment günstiger. Der X-Tool M1 10 Watt, also der das ist der, den ich hier habe, der hier, für 944,10, das ist auch schon echt ein gutes Angebot, die sind sonst echt teurer. Also es lohnt sich definitiv jetzt auch mal, gut, wir haben gerade Black Friday, also falls ihr euch eh überlegt, euch einen Plotter oder einen Laser zuzulegen, sind jetzt natürlich die optimalen Tage, weil jetzt ist Black Week und wenn ihr eh überlegt, euch das zuzulegen, lohnt es sich natürlich, solche Tage auszunutzen. Ne? Nur weil jetzt das ist, das zu machen ist. Ich höre euch auch nicht, aber wenn ihr euch überlegt, euch sowas zuzulegen, dann jetzt natürlich über Black Friday. Oder, ne? Und Montag gibt es noch Cyber Monday, da gibt es ja auch überall noch Angebote. Aber Hobbyplotter, viele Preise, also sind wirklich sehr, sehr gut. Also die unterbieten Amazon teilweise. Ne? Und also von dem her, es lohnt sich da reinzuschauen. Definitiv. Ne? Und auch sonst, also Service und alles, sind die wirklich super. Ich habe deshalb aus dem Bild, sorry. Ne, und dann haben sie auch hier Material, also Material für den Laser haben sie auch drin. Dann haben sie auch Transferpressen für den Plotterbereich. Auch da gibt es Angebote, die Express Classic zum Beispiel. Ne? Ich habe ja auch die Express Classic habe ich ja hier. Das ist eine gute Transferpresse. Ne? Also kann man super mitarbeiten. Also ich bin damit super. Und die haben ja auch eine eigenständige Mac Press, haben die ja von Express auch. Ähnlich wie die von Cricut dann, haben sie ja auch da. Also es lohnt sich und hier die Tassenpresse für den Express Classic, die Erweiterung, wenn man die eh hat, kann man sich ja diese Tassenpresse kaufen. Die ist jetzt zwar gerade nicht im Angebot, aber die lohnt sich schon auch durchaus. Ne? Also insofern, wenn ihr gerade auf der Suche seid nach Plottern, Lasern, Material dazu, lohnt es sich gerade jetzt reinzuschauen, weil jetzt sind Black Friday Angebote und da hat der Plotter wirklich nochmal super tolle Angebote. Ne? Lohnt sich. Gut. Alles klar. So viel dazu. Ne? Vielen Dank an Hobbyplotter nochmal für die Kooperation. Ich tue mal kurz mein Tablet beiseite. Und genau. Sorry, da war ich kurz aus dem Bild. Und dann geht es auch mit dem Laser weiter. Und ich möchte ein Schild machen, weil wir sind morgen am 26.11. sind wir auf dem Weihnachtsmarkt hier in Spentin, halt bei uns um die Ecke. Und ich möchte da noch zwei Schilder beplottern mit unseren jeweiligen YouTube-Daumen drauf, also mit meinem natürlich, mit Anus Basselhorse und für Andrea für ihren YouTube-Kanal. Das will ich da jetzt drauf lasern, dass wir das heute schenken können mit dem YouTube-Zeichen. Ich habe da schon eine einfache Datei vorbereitet, nichts Großes, aber ne, für das Nötige. Und das mache ich gleich mit euch. Dann mache ich wieder die Automessung. Das wird 2 mm haben. Und das fühlt sich an wie einfaches Bastelholz. Also das sollte er mit einmal schaffen. Ich werde das erste Mal versuchen, das mit einmal durchzugravieren. Also mit einem Durchgang. Und mal gucken, ob das funktioniert. In diesem Falle werde ich sonst einfach die Rückseite benutzen. Für mich jetzt. Weil das ja nur für uns zum Testen ist. Also nur für uns für den Markt ist und nicht zum Verkauf oder etc. Deswegen kommt das dann im Zweifelsfall auf die Rückseite. Wenn ich merke, dass ich 2 Durchgänge brauche, das sage ich euch dann nochmal. Ne, das dazu, das heißt, ich habe mir eine schon mal reingelegt, schmeiße den X-Tool gleich an und dann gehe ich in das Programm wie immer, also in die Bildschirmaufnahme und nehme euch damit und zeige euch nochmal kurz, was ich mit der Datei gemacht habe. Aber wie gesagt, hier habe ich die habe ich schon mal vorbereitet, ne? Dass ich das jetzt nicht gleich so lange dauert. Ich wollte mal ein kürzeres Video machen heute. Aber euch nur noch mal zeigen, wie toll dieses Gerät arbeitet. So, ihr Lieben, das jetzt kurz dazu. Das heißt, ich schmeiße den an, wechsle kurz in die Bildschirmaufnahme und dann geht es da weiter. So, Aufnahme läuft. Ihr seht, ich bin schon in meinem Programm drin. Der X-Tool ist verbunden.
Die Software, also das Creative Space hat immer wieder ein Update, das habe ich vorhin schon gemacht. Ich gucke mal kurz einmal nochmal rein, ob es für den auch was Neues gibt. Na, ihr könnt ja, wenn ihr nach Firmensoftware, also Software-Update für den Drucker, also Plotter, für den Laser sucht, könnt ihr hier auf dieses Symbol gehen. Dann öffnet ihr dieses Fenster und dann könnt ihr sagen, nach Update suchen. Und dann sagt er euch, jetzige Firmware ist die aktuellste, also da gibt es nichts Neues. Ich habe mir mein Material schon mal eingelegt, das sehe ich ja hier durch die eingebaute Kamera. Hier ist das, was ich lasern möchte, die Datei, die ich gemacht habe. So, die schiebe ich mir hier kurz schon mal drauf. Er sagt, so ist es mittig. Also er rastet mittig und so, er rastet in gewissen Linien automatisch ein, ist auch gut so. Und hier habe ich einfach, also ich habe mich hier ganz einfach mit den Formen bedient, die es gibt, um das zu erstellen. Wenn ihr hier auf Form geht, habt ihr hier oben schon mal ein paar Formen. Und wenn ihr hier auf den kleinen Pfeil geht, hier oben, dann zeigt er euch die ganzen Formen auf. Und ich habe hier zum Beispiel das Rechteck mit den abgerundeten Ecken schon mal genommen für dieses YouTube-Symbol. Dann habe ich mir einfach ein Dreieck reingenommen und das gedreht. Ja, und Schrift einfach über ein Textfeld. Ne? Das ist ja so gesehen. Alles ganz einfach. Und wenn ihr wieder auf Formen klickt, ne, dann macht er das Fenster auch zu. Wie gesagt, ich habe hier Text genommen. Dann öffnet er hier ein Textfeld. Hier dann die Einstellung fürs Textfeld. Hier könnt ihr dann, wenn ihr da reingeht, ne, dann könnt ihr ganz normal schreiben. Hier könnt ihr dann die Größe bestimmen, die Schriftart und sowas. Also das ist alles soweit kein Problem. Ich gehe mal einmal zurück, weil ich möchte ja nicht noch den Text. So, jetzt habe ich das alles wieder weg. Wie gesagt, ich habe mir das hier platziert. Material gehe ich jetzt natürlich auf die Einstellung. Wie gesagt, Laser flach. Ja, es ist Laser flach. Ich habe nicht angehoben habe ich nein, also es ist ganz normal der Laser. Ich habe weder die offene Bodenplatte, sonst noch will ich schneiden oder so, sondern nur die Flachebene. Das heißt, es liegt direkt auf der Bodenplatte. Material, ich nehme mal wieder Pine Plywood, das geht eigentlich immer ganz gut. Die Dicke sagt jetzt 3 mm, das wird zu dick sein. Das heißt, ich gehe hier auf Automessung einmal. Jetzt misst der selber einmal kurz die Dicke. Das ist wichtig, dass er das einmal macht. Okay, er sagt sogar 3,6. Es ist wichtig, dass er die Dicke einmal selber misst, damit er den Laser richtig einstellt. Der Laser stellt sich ja selber ein auf die Stärke etc. Und er muss halt wissen, wie dicht das Material ist, damit er weiß, wie dicht ist mein Material an meiner Linse dran, damit er das wirklich richtig einstellen kann. Angehobene Höhe, wie gesagt, das ist wichtig. Nein, dadurch, dass ich hier nur graviere und nicht schneide, halte ich die Dreiecksprismen nicht drin. Und Bahnbearbeitung, sag ich mal, automatische Planung. Und jetzt will ich ja noch die einzelnen Sachen hier sagen, was er mir damit machen soll. Und dieses Rechteck, da soll er wirklich nur die Linie gravieren. Weil da möchte ich nur diese Umrandung haben und nicht das vertieft haben. Deswegen lasse ich da Linie. Ja? Hier sagt er mir schon, was es ist. Ne? Geschwindigkeit, Leistung 90%, Geschwindigkeit 40 mm pro Sekunde. Durchgänge ein. Wie gesagt, ich lasse jetzt mal einen Durchgang bei dem Holz. Jetzt gehe ich hier auf dieses Dreieck und da sage ich jetzt, er soll mir die Fläche gravieren. Jetzt macht er die Leistung da ein bisschen runter. Das macht er immer bei Fläche. Da sagt er jetzt 70%, Geschwindigkeit 100 mm pro Sekunde. Das lasse ich auch. Durchgänge auch ein. Und ich lasse ihn auf 100 Linien per Zentimeter, damit das wirklich gut ausgefüllt ist. Und jetzt markiere ich mir da mal die Schrift. Und da sage ich auch, er soll auch eine Flächengravur machen. Da lasse ich die gleichen Einstellungen. Das lasse ich jetzt genauso. Wie die Voreinstellungen sind. Rahmenfahren könnte ich jetzt noch mal gucken, ob es genau drauf passt. Lasse ich in diesem Falle weg. Das könnt ihr machen, wenn ihr ein Projekt habt, was
Also ich habe ja hier jetzt relativ viel Abstand zu den Seiten. Das heißt, ich lasse das so, wie es jetzt ist. Und weil ich genug Abstand zu den Seiten habe, wenn es ein bisschen enger ist oder ihr nicht genau wisst, passt es wirklich drauf, was ich machen möchte, dann könnt ihr Rahmenfahren machen. Dann fährt er im Laser einmal mit so einem kleinen, dann macht er nur so einen kleinen Lichtstrahl, so einen Punkt und fährt einmal ab, wo der Laserkopf lang fährt. Und ihr könnt genau gucken, passt das aufs Material drauf oder wäre es daneben. Ja? Brauche ich in diesem Falle nicht. Guck nochmal, ja, Höhe. Ja, ich lasse das so. Und dann gehe ich auf Bearbeiten. Ne? Dann hat er das Ganze jetzt, dass ich Vorschau. So wird es aussehen. Das heißt, ich sehe nochmal, hier fährt er nur die Linie. Hier graviert er das weg. Ne? Also da nimmt er Material weg, vertieft das Ganze und bei der Schrift genauso. Ne? Das heißt, bei der Schrift macht er auch nicht nur die Umrandung, sondern er macht wirklich, dass er das ein bisschen auslasert. Jetzt kann ich gleich sagen, Start. Und dann drücke ich wie immer an der Maschine vorne den kleinen leuchtenden Punkt. Und dann geht's los. Genau, ich sage hier schon mal Start. Und dann sehen wir uns gleich kurz am Laser wieder. Wie gesagt, es wird gleich einmal kurz ein bisschen laut zu anfangen. Ich muss gleich hier nochmal meine Abluftfilteranlage anmachen. Die habe ich ja vorsichtshalber mal an. Und das ist immer ein bisschen lauter. Aber um euch nochmal kurz... Ja, zeigen und dann lasse ich ein bisschen laufen, wie er lasert. Ich werde ihn dann nicht die ganze Zeit laufen lassen, weil das dann zu lange wird, aber ich lasse euch eine Zeit lang das natürlich sehen und natürlich zeige ich euch das noch wieder das Endergebnis vor der Kamera. So, wie gesagt, hier drücke ich jetzt Start. Ne? Jetzt sagt er hier auch bereit, drücken Sie die Taste am Gerät, um die Verarbeitung zu starten. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie brennbare Materialien verarbeiten. Und ganz wichtig, lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Es ist ein Laser, es arbeitet mit Hitze und es kann einfach passieren, dass sich was entflammt. Ich habe falsches Material genommen oder, ne, also eigentlich hat er alles, der schaltet sich ja normalerweise alles ab, wenn er merkt, es geht nicht weiter und so schaltet er sich ab. Aber dadurch, dass mit dem Laser gearbeitet wird, besteht immer ein Restrisiko, dass irgendwas passieren könnte. Deswegen beim Gerät bleiben. Ne, nicht wie bei anderen Geräten den Raum verlassen, sondern dabei bleiben. Das ist wichtig. Und gucken, dass keine Tiere oder kleinen Kinder im Raum sind am besten. Ne? Gut, das nur dazu. Das heißt, ich gehe jetzt weiter an die andere Kamera. Und dann sehen wir uns gleich am Gerät wieder. So, also die Datei ist an den Plotter, an den Laser gesendet. Hier seht ihr, der Ring leuchtet und blinkt so ein bisschen. Den werde ich jetzt gleich drücken. Dann startet er los. Ich werde dann wie immer meinen Abluftfilter gleich anmachen, hatte ich ja schon gesagt. Und ich werde kurz die Kamera umstellen, dass ihr von oben reinguckt. Dann drücke ich den Startknopf und dann geht's los. Das erste Schild ist fertig und es ist ein super Ergebnis. Also ein Durchgang hat bei diesem Material wirklich vollkommen ausgereicht. Er hat das alles super sauber gleichmäßig gelasert. Wenn man rüberfühlt, merkt man richtig, wie schön vertieft er hier die Schrift gemacht hat und auch hier das Zeichen. Das fühlt man richtig, ne? Dass er da was rausgenommen hat. Und es ist natürlich auch ganz gut, dass das jetzt so ein bisschen braun ist, weil sich das so ein bisschen absetzt von dem Rest.
Und hier die Linie, da führt man sogar auch, die führt man auch ein ganz bisschen. Und die hat er jetzt allerdings ja wirklich nur so rein gemacht, da hat er ja nicht das Ganze weggenommen. Aber ich finde, das sieht klasse aus. Man könnte das Ganze jetzt natürlich gucken. Gut, das unten wird schwer, aber das Zeichen könnte man jetzt theoretisch natürlich noch anmalen. Und wenn die Buchstaben jetzt größer wären, könnte man die auch noch anmalen. Man kann das Ganze natürlich auch noch versiegeln, ne? Indem man das jetzt noch einmal lackiert. Das könnte man natürlich auch machen. Dann würde sowas natürlich länger halten, die Oberfläche einfach, ne? Aber es ist wirklich in diesem Falle, also er hat gesamt für den Vorgang 7 Minuten gebraucht, um das jetzt einmal komplett alles zu gravieren und zu machen. Und ich finde, das ist okay. Die das Datei einstellen hat für mich auch nur, das waren, ich weiß nicht, 5 Minuten. Also lohnt sich. Ne? Also sowas, gerade für sowas ist das auch toll. Gerade wenn man sowas auch in Massen machen möchte, das kann man ja auch mit anderen Sachen machen. Der arbeitet ja super und schnell und man kann ja auch noch ganz tolle andere Sachen mitmachen. Das ist wirklich mal was Einfaches, Schnelles, was man mal eben so kurz mal zwischendurch bei einem Kaffee mit der Maschine machen kann, ohne dass man lange braucht. Dieses Brett, was ich letztes Mal gemacht hatte, ich hatte ja letztes Mal ein Brett für die Küche gemacht mit dem Spruch und so, das dauert natürlich ein bisschen länger, auch mit Schneiden und so. Kann man auch, also Holzbearbeitung gerade geht wirklich super mit dem. Und was auch richtig klasse geht, was wirklich absolut klasse ist bei diesem Gerät, ist, dass der Edelstahl ohne Vorbehandlung gravieren könnt. Ihr könnt eine Schere aus Edelstahl oder auch eine Kuchengabel oder ein Messer oder was auch immer aus Edelstahl einfach so mit dieser Maschine gravieren und ihr braucht keine Vorbehandlung. Ihr müsst das nicht mit Kreidespray einsprühen oder irgendwie sonst wie vorbehandeln, das nachher runter machen, wie es bei anderen Lasern teilweise so ist, sondern dieses Gerät kann Edelstahl komplett ohne Vorbehandlung lasern und das wirklich gut. Kleiner Tipp noch fürs Gravieren, schon mal an dieser Stelle ist, testet Material aus. Ne? Wenn ihr euch unsicher seid, testet euch ran, nehmt ein Probestück durchaus, wenn ihr könnt, gerade bei Holz oder so ist das ja meistens möglich, dass man vielleicht ein Probestück nimmt und erstmal rumprobiert. Weil es sind nicht alle Holzsorten drin, bei diesem Küchenbrett, ich glaube das war Bambus oder sowas, da brauche ich wirklich 3 Durchgänge und ordentlich Leistung, da muss ich die Einstellung manuell verändern, damit er das gut macht. Vielleicht habe ich das nicht richtige Material gefunden, aber guckt da. Und probiert euch ein bisschen aus. Generell mit solchen Maschinen, auch mit Plottern würde ich raten, probiert euch immer ein bisschen aus mit Materialien. Die Voreinstellungen sind in der Regel gut und in den meisten Fällen kann man sie auch wirklich anwenden. Aber manchmal braucht man halt mehr Geschwindigkeit oder weniger Geschwindigkeit, mehr Power, mehrere Durchgänge ran. Traut euch, nehmt euch Probestücke, bei denen es euch nicht wehtut. Könnt ihr dann ja auch beidseitig verwenden, wenn ihr so ein Probestück habt. Ne? Könnt ihr ja umdrehen und alles. Und so ein Probestück hat man ja meistens irgendwo über. Oder kann sich einen Schluck abmachen und probiert aus. Probiert einfach aus, probiert euch ja durch. Es ist wirklich ein tolles Gerät. Also es macht Spaß, damit zu arbeiten. Ich finde, es ist auch nicht kompliziert. Man muss nicht irgendwie sonst was voreinstellen. Man muss nicht sonst was für Sicherheit Sicherheitsrichtlinien einhalten oder Sicherheitsvorschriften machen. Man kann ihn wirklich in seinem Wohnraum, in seinem Büro aufstellen und betreiben, gerade mit dem Luftfilter dazu. Könnte den wirklich, ich habe den hier in unserem Bastelzimmer ja, nicht extra Raum, könnt ihr den betreiben, weil der Filter filtert euch das alles raus. Und ich persönlich habe zusätzlich noch das Fenster auf, weil ich gehe da lieber auf Nummer sicher. Aber es hat auch ein bisschen Geruch, bleibt halt, aber das ist nicht schlimm. Also ihr könnt das verwenden. Ihr braucht da keine Angst haben. Dadurch, dass er, wenn er so ist wie hier, komplett geschlossen ist, kann auch kein Laser austreten, ihr braucht keine Brille aussetzen. Man kann ihn einfach benutzen. Und sobald ihr den Deckel aufmacht, stoppt er sofort. Na? Also das ist auch überhaupt kein Thema. Deswegen, wenn ihr euch für den Laser zu Hause interessiert, und auch ein bisschen mehr damit machen wollt, als nur mal so kurz mal Holz gravieren, dann überlege ich den hier zuzulegen. Der ist Preis-Leistung ist der Top. Der ist wirklich der günstigste von diesen geschlossenen Geräten, die ich so kenne und gesehen habe. Und wirklich top Arbeit. Nein, ihr braucht euch keine Gedanken machen. Und ihr könnt ihn wirklich im Wohnraum betreiben. So, das genug geschwärmt. Für das Gerät.
Ich mache noch mal kurz das zweite Schild. Das geht ein bisschen schneller. Das mache ich noch mal kurz. Das zeige ich euch dann auch noch mal kurz, wenn es fertig ist. Und dann war es das auch schon für heute. So, ich habe auch das zweite Schild fertig. Diesmal mit meinem Kanalnamen. Das andere ist hier der Kanal von meiner lieben Frau. Und der Andrea schaut auch gerne mal rein. Und auch das zweite ist fertig, ist gut geworden. Gut, hat jetzt ungefähr genauso lange gebraucht wie das andere. Wahrscheinlich, weil der Schriftzug hier ein bisschen größer ist. Dadurch, dass meine Maria kürzer ist, ist das ein bisschen größer. Und ich habe einfach schon mal jetzt zum Schluss einfach noch ein kleines Bändchen oben reingemacht. So, dass man das Ganze jetzt schön an die Tür hängen kann. Oder wohin auch immer. Ne, wir hängen es morgen auf dem Markt an unseren Tisch. Und ihr seht, man kann einfach mit dem X-Tool M1 Laser auch gute personalisierte Schilder schnell machen. Ne? Also ihr könnt ja personalisieren. Ihr könnt ja quasi jeden Namen drauf machen, den ihr wollt, ein kleines Zeichen dazu. Wenn ihr ein spezielles Firmenlogo habt, kann man ja auch das in eine SOG-Datei verwandeln und dann das damit auslasern lassen bzw. gravieren lassen. Theoretisch kann man auch, also man könnte sowas auch als Visitenkarte machen oder sowas aus Holz einfach mal oder auch aus anderen Materialien, aus Metall zum Beispiel mal sowas ganz Cooles, Spezielles. Ihr seht, es ist, man hat viele Möglichkeiten und sowas wirklich mal. Sieht jetzt einfach aus, aber gerade wenn es um Personalisierung geht, ein kurzes Türschild, sonst was, gerade Massen, ist das super. Ne? Oder mal eben schnell ein kleines Mitbringsel für jemanden. Ne? Ich meine, für einen YouTuber so ein kleines Schildchen machen, so, dass er sich so hinhängen kann, auf den Tisch legen kann, wie auch immer, ist ja eigentlich auch mal ganz nett, oder? Also, wie gesagt, ich bin mit dem, wie er arbeitet, nach wie vor wirklich überzeugt von diesem tollen Maschinchen. Und wie gesagt, wenn ihr euch für diesen Laser interessiert oder auch für Plotter, schaut unbedingt bei hobbyplotter.de vorbei und denkt dran, im Moment gibt es dort die Black Friday Angebote. Wirklich gute Angebote bei hobbyplotter.de. Schaut da gerne rein. So ihr Lieben, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe wie immer, dass ihr nachvollziehen konntet, was ich hier mache, dass ich das gut genug erklärt habe, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte. Schreibt mir doch wie immer gerne einen Kommentar, was ihr zu dem Laser sagt, wie euch der Laser gefällt, ob das vielleicht was für euch wäre, einfach mal, das würde mich einfach mal interessieren. Auch immer wieder, was möchtet ihr damit mal sehen? Ich weiß, Acryl und so steht auch nochmal aus, aber schenkt mir eure Anregungen, was ihr gerne sehen möchtet, da bin ich immer froh drüber und dann kann ich versuchen, das einzubauen. Ja, und ich freue mich einfach immer von euch zu lesen, ne? Und Kommentare helfen auch nach wie vor diesem Kanal. Und was auch hilft und worüber ich mich mal riesig freue, ist ein Däumchen für dieses Video, dass ich euch mitnehme, dass ich euch zeige, was man alles Tolles mit diesem Gerät machen kann. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst natürlich auch super gerne ein Abo da. Das ist für euch ja kostenlos. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Und schaut auch gerne mal in die Playlists rein. Ich habe ja unter anderem auch die Playlist Laser nochmal. Da zeige ich euch alles, was ich bisher mit diesem Gerät gemacht habe. Schaut da auch gerne mal durch. So ihr Lieben, das war es an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Liebe Grüße aus der Basteloase.